Hallöchen, hier ist wieder euer Rock und ich begrüße zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Genau, und wir waren ja hier beim Blockostore stehen geblieben. Im Part 1 haben wir ihn ja an sich gebaut. Das findest du auch einmal unten in der Videobeschreibung, wenn du auch gerne nochmal bauen möchtest. Aber ansonsten haben wir jetzt Part 2 und da wollen wir uns den Laden von innen drin angucken. Das heißt, du spielst wieder meinen kleinen Richter und kannst entscheiden, ob das Ganze passt, so wie es bei den Simpsons auch möglich war. Und dann würde ich sagen, legen wir los und gehen hier gleich mal in den Laden rein. Ja, wir sind hier auch als erster drin, also noch kein Springfieldianer war hier drin, um sich das Ganze anzugucken. Und da gibt es jetzt so zwei Versionen, die in der Folge zu sehen war. Zum einen hier vorne der Eingangsbereich. Können wir mal kurz noch einen kleinen Blick gucken. Ja, das könnte schon gehen. Und dann gibt es auch nochmal eine zweite Sicht von der hinteren Ansicht. Gucken wir auch nochmal hier so. Ja, kann man immer selber entscheiden, ob das Ganze so passt. Ja, aber jetzt gehen wir mal auf die ganzen Details im Laden ein, zum Beispiel unsere Aufsteller, die wir im Laden gesehen haben, zum Beispiel so ein riesiger Drache, kann man natürlich im Minecraft am besten vielleicht so ein kleines Detail mit so einem Enderdrachenkopf darstellen oder auch so ein Astronaut war hier, dann nimmt man einfach mal einen Steve-Kopf oder auch noch so eine blaue Figur war hier vorne. Ja, da habe ich nicht ganz erkannt, was das sein sollte, vielleicht was von Star Wars, aber da habe ich mir einfach gedacht, nehmen wir hier einfach so einen Creeper-Kopf. An den Wänden unseres Blockostores sah man auch einige Regale. Zum Beispiel könnte man am besten mit Schalkerkisten das Ganze darstellen. Zum Beispiel hier machst du die Schalkerkisten einfach so, dass man sie natürlich auch öffnen kann und dann kannst du ja auch viel verstauen. Eine andere Möglichkeit ist es, die Schalkerkisten aufrecht sich hinzustellen. Ist dann mehr was fürs Auge. Kann man leider nicht öffnen, aber sieht auch relativ fetzig aus. Vielleicht auch noch so eine Kombo mit, Falltüren oder du nimmst sie auch einfach ohne Falltüren und setzt sie einfach so ein bisschen hin. Kannst auch natürlich ein bisschen mehr setzen. Ich habe jetzt hier nur einen hingesetzt. Im Laden war ein bisschen mehr zu sehen. Aber da hätte man sich den Laden vielleicht auch noch ein bisschen weiter nach hinten ziehen müssen. Ansonsten haben wir noch den Kassenbereich. Und da fällt natürlich bei der Kasse gleich hier auf, was hier an der Decke hängt. Da kann man sich fragen, was soll das Ganze sein? Aber es ist schnell beantwortet. Und zwar sollen das einfach nur Lampen darstellen. In der Folge sah man auch, dass oben irgendwie beim Kassenbereich noch so Lampen waren. Die waren relativ dicht nebeneinander. Das heißt, man könnte mit Resten und Lampen oder sowas das Ganze nicht so darstellen. Und da dachte ich mir einfach, packst mal wieder den Innerstab aus und stellst das einfach mal so ein bisschen da. Ich finde auch, das passt eigentlich optisch perfekt hier rein. Hier mit der blauen Wand da und dennoch solchen Enderstäben, also hebt sich schon ab, also ein bunt gemischter Laden halt, ne? So ein richtiger Blockstore. Ansonsten Kassenbereich steht auch nochmal Blockstore drauf, damit man genau weiß, wo man ist, nicht, dass man das schon an den Wänden sieht. Ja, ansonsten hier der Kassenbereich, da können wir auch mal kurz hintergehen, das würde ich mal sagen, machen wir aber mal und dann haben wir hier noch so ein Wandregal oder auch hier nochmal die erste Version. Ich hatte, bevor ich zu den Schalkerkisten kam, erst so die Idee gehabt, dass du so in die Wand reinbaust. Wir haben ja hier Tapete und so alles drin und da kann man das Ganze ja so ein bisschen sich auch reinbauen. Ja, aber ansonsten, was gibt es hier noch zu sagen? So einen kleinen Tipp oder zwei kleine Tipps kann ich noch geben, die in der ersten Folge mir nicht so aufgefallen sind. Und zwar, wenn man, sag ich mal, sich hier das so einrichten sollte mit Tapete, könnte man so drauf achten. Ich habe jetzt hier um meine Fenster jetzt grauen Beton genommen. Falls du das denn auch machen solltest, kannst du ja einfach mal gucken. Mal gucken. Denn wir haben ja, sag ich mal, an den Seiten des Ladens dann immer weitere Läden. Und da habe ich jetzt mir, ist mir so ein bisschen aufgefallen, dass ich jetzt hier an der Seite natürlich auch grauen Beton genommen habe. Das heißt, wir gucken mal kurz hier. Habe ich ja noch einmal kurz geändert und mir dann grauen Beton hingesetzt. Falls du was anderes nimmst, soll es dann auch besser hinsetzen. Weil das sieht einfach besser aus beim Glas, weil man ja natürlich die Wand sieht. Das ist mir so ein bisschen aufgefallen und auch noch mir ist noch aufgefallen, was ich nicht erwähnt habe. Und zwar oben auf dem Dach, wenn man da nochmal hingeht. Und zwar am Rand des Daches könnte man auch noch einige Blöcke, sage ich mal, mit Knöpfen versehen, dass die Bausteine auch ein bisschen besser hervorgehoben werden. Also muss ja nicht jeden machen, aber so ein bisschen so abwechseln kannst du ja immer mal wieder welche mit Knöpfen versehen. Das ist mir noch so aufgefallen, aber ansonsten ist das hier auch durch. Und da, vielleicht sieht das ja rein, und dann habe ich hier noch eine Kiste. Und in dieser Kiste habe ich mir einfach mal die Banners reingepackt, die wir ja hier vorne auf unserer Tafel verwendet haben. Denn ich mache das eigentlich immer oft. Also ich lege mir die Banners immer nochmal zur Sicherheit irgendwo hin, dass falls irgendwas mal passiert und die hier vorne weg sein sollten, hast du ja immer noch in der Kiste und da sparst du dir die Arbeit, die wieder hinzuplatzieren. Ja, aber ansonsten ist der Blockostore damit fertig und da heißt es dann wieder, welches Projekt machen wir als nächstes. Gut, das heißt, dann könnte man ja am besten hier weiterarbeiten, hier erstmal was sich daneben ranzusetzen. Was ausgesucht habe ich mir noch nicht. Vielleicht fällt dir auch was ein, was man hier neben den Laden hinsetzen kann. Dann kannst du es mir ja gerne schreiben. Ja, ansonsten stelle ich mich vor unseren Laden hin. Und ihr wisst ja, was passiert, wenn ich mich vor dem Laden hinstehe. Wir sehen uns dann zur nächsten Folge. Und dann heißt es nur noch von mir aus, tschüss. Ich würde gerne eigene Sachen erfinden und bauen. Verkaufen Sie Sets nur mit Bausteinen? Nein, wir nehmen euch die Kreativität ab. Oh, dann kaufe ich einfach eins von denen und baue was anderes drauf. Wenn du das tust, solltest du dir einen Anwalt bauen.